Hallo, liebe Rastafari, schön, dass ihr dabei seid in euren Osterferien bei unserem vormittaglichen Online-Training. Entschuldigt den kleinen Versprecher. Mit dabei ist der Mats. Mats, stell dich doch mal kurz vor. Hallo, ich bin der Mats. Ich bin 8 Jahre alt, spiele seit 4 Jahren Basketball bei Rasta. Ja, sehr cool, schön, dass du da bist. Kannst du dich noch erinnern, wenn du schon so lange dabei bist und noch so jung bist, wo hast du damals angefangen? In der Ballschule. In der Ballschule. Kannst du dich noch an den Trainer erinnern? Ja. Sitzt er da vorne? Ja. Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und dann, wie ging es dann weiter nach der Ballschule? Dann bin ich in die U8 gekommen, bei Marius und jetzt bei Eike. Ah, sehr gut. Sehr schön. Cool, dass du da bist. Wir wollen uns heute nochmal mit dem Backup-Dribbling beschäftigen. Vorher machen wir wie immer unsere kleine Kraftrunde. Wir machen ein bisschen Laufschule und wir gehen nochmal das Backup-Dribbling von Anfang an durch und wollen am Ende ein kleines Entscheidungstraining machen. So, genug geredet, genug verhaspelt. Mats ist dran, ihr seid dran. Wir fangen an mit unserer ersten Aufgabe und zwar der Liegestützposition. Mats, genau. Ihr könnt und der Mats könnt den Ball beiseite legen. Wir gehen sehr gut in die Liegestützposition. Ihr seht sehr, sehr gut, die Hände von Mats sind unter den Schultern. Der Körper ist eine gerade Linie. Sehr, sehr gut. Und das halten wir wieder 30 Sekunden lang. Genau, das wird mit der Zeit anstrengend. Ihr zu Hause kämpft, beißt auf die Zähne, haltet durch, auch wenn es anstrengend ist. Gerade dann ist es für euch ein gutes Training und ihr kräftigt eure Muskeln. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Sehr cool. Wir machen wie immer unsere aktive Pause. Wir machen 10 Kniebeugen. Mats kann wieder 5 Kniebeugen Richtung Kamera machen und 5 Kniebeugen Richtung anderer Kamera. Mats kann die Füße ein bisschen weiter auseinanderstellen. Genau, sehr gut. Gewicht auf den Außenfuß legen, Knie nach außen drücken und dann kräftig hoch. Sehr gut. Gut, jetzt, genau, sehr gut. Sehr schön, klasse. So, nach unserer aktiven Pause machen wir weiter und gehen wieder in die Liegestützposition. Und jetzt heben wir immer abwechselnd unsere Füße an. Denkt dabei daran, das ist kein Wettrennen, sondern wir wollen mit Genuss und Geduld unsere Übung machen. So, Mats, dann heben wir abwechselnd die Füße an. Sehr gut, kurz ausbalancieren, absetzen. Richtig gut, sehr gut. Pass auf, dass deine Hüfte nicht so hoch wandert, dass dein Körper eine gerade Linie bleibt. Auch das machen wir wieder 30 Sekunden. Wir haben natürlich schon 10 geschafft jetzt. Sehr gut. Die Hüfte muss wieder ein bisschen nach unten, Mats. Genau, super. Und noch 10, 9, 8. 7, 6. Einmal die Schultern wieder über die Hände. Oder andersrum, genau. 5, 4, 3, 2, 1. Und Pause. Super. Sehr, sehr gut. Wie gesagt, achtet zu Hause mal darauf, dass eure Hände unter den Schultern sind, damit wir die Übung gut ausführen können. Wieder aktive Pause. 10 Kniebeugen. Für Mats 5 in die eine Richtung, 5 in die andere Richtung. Versuch mal den Rücken gerade zu halten, sehr gut. Füße weiter auseinander. Ihr zu Hause müsst euch natürlich selber kontrollieren. Müsst euch natürlich selber kontrollieren, weil euch kann ich ja leider nicht sehen. Immer die Knie nach außen drücken, Gewicht auf den Außenfuß verlagern. Gewicht auf den Außenfuß verlagern, dann drehen sich die Knie fast von selber nach außen. Gut.
Nachdem wir unsere Kniebeugen gemacht haben, machen wir jetzt eine super schwere Aufgabe. Die haben wir beim letzten Mal schon angefangen, aber wir werden sie dieses Mal nochmal wiederholen. Und zwar gehen wir in die Liegestützposition und versuchen, immer abwechselnd einen Arm nach vorne auszustrecken, ohne dass sich unsere Hüfte mitbewegt. Wenn ihr euren Arm wieder abstellt, achtet ihr darauf, dass ihr mit den Händen nicht nach vorne krabbelt, sondern immer wieder unter der Schulter ankommt. Da muss Mats jetzt auch noch mal kurz drauf achten. Er kann einfach mit seinem ganzen Körper ein bisschen nach vorne rücken. Genau, super. Und wir fangen an, abwechselnd Hände ausstrecken, 30 Sekunden lang und los geht's. Die Hüfte bleibt auch da, wo sie war am Anfang. Okay, Mats, du machst eine kurze Pause. Ihr zu Hause könnt natürlich noch weitermachen. Und zwar Schultern wieder über die Hände. Und dadurch kriegen wir auch die Hüfte dann wieder ein bisschen runter. Schieb mal deine Schulter ein bisschen über die Hände. Ja, noch ein Stück. Gut, sehr gut. Und weiter geht's. Super. Versuch deine Hände dahin zu stellen, wo du sie auch abgehoben hast. Sehr gut. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, Hände unter die Schultern, 4, 3, 2, 1 und Pause. Super, sehr gut. Nächste Aufgabe, wieder unsere aktive Pause, unsere 10 Kniebeugen. Ah, die Füße können ein bisschen weiter auseinander, genau, sehr gut. Super, Knie nach außen drücken, auch wenn wir wieder hochgehen. Und versucht, das Gesicht gerade auszulassen. 10? Super. Weiter geht's mit unserer letzten Aufgabe. Und jetzt wird es wirklich richtig schwer. Wir gehen wieder in die Liegestützposition. Und versuchen jetzt abwechselnd den rechten Arm und den linken Fuß gleichzeitig anzuheben, auszubalancieren, abzusetzen und dann dementsprechend die andere Hand und den anderen Fuß. Mats, du musst nochmal mit deinen Händen unter die Schulter. Deine Hüfte ist noch zu hoch. Genau, super. Jetzt probieren wir aus. Sehr gut, super. Ausbalancieren, absetzen. Jetzt brauchen wir gar nicht auf Zeit gehen, sondern wir machen einfach 10 Wechsel. Wir haben schon 3, 4, 5, 6. Versucht es kurz auszubalancieren. Ich weiß, das ist super anstrengend, aber so soll es auch sein. Euer Bauch muss ganz kräftig sein, euer Po, eure Oberschenkel. Ausprobieren, ausbalancieren. Hast du mitgezählt, Mats? Nein. 9 oder nein? 9. 9, alles klar. Dann ein noch, super. Sehr gut. Wir haben uns unsere erste Trinkpause verdient. Nehmt euch schnell einen Schluck. Hektisch, hier wird hektisch gewunken, deswegen, ich muss mal eben meine Position finden. Wir machen in dieser Woche, wie ihr schon gemerkt habt, nicht unser normales Programm, sondern wir verteilen das ein bisschen über die Woche. Morgen geht es weiter um 11 Uhr mit dem U12, U14 Training mit unserem Jugendkoordinator Hanno. Am Donnerstag ist dann das U16 und älter Training mit Henrik. Am 1. April, ich hoffe, da wird es ein Gag-Feuerwerk geben. Ich bin ganz gespannt. So, wir machen weiter. Und zwar nehmen wir uns den Ball. Und wir machen mit der Laufschule weiter. Du kannst mal auf dem Streifen da anfangen. Wir haben uns das ein bisschen markiert. Ihr zu Hause sucht euch auch wieder
auf eurem Hof, in eurem Garten, auf eurer Straße eine kleine Distanz, die ihr nutzen könnt, damit ihr unsere Laufschulübung absolvieren könnt. Wir fangen ganz einfach an. Mats nimmt schon den Ball mit dazu. Ihr zu Hause probiert mal aus, ob ihr das mit Ball oder ohne Ball machen wollt. Und versucht die Aufgaben möglichst mit Ball zu absolvieren. Wir fangen an. Wir laufen vorwärts bis zum Ende unserer Strecke und rückwärts zurück. Auf geht's. Super. Oh, macht überhaupt nichts, gar kein Problem. Und wir machen die gleiche Aufgabe nochmal, aber jetzt dribbeln wir mit der anderen Hand. Gut. Genau. Unsere nächste Aufgabe ist der entspannte Hopserlauf. Ja? Doing, doing, doing. Sehr gut. Und zurück. Sehr gut. So, Mats, geh mal zu dem Hütchen, dann sieht man dich besser. Und gleiche Aufgabe, linke Hand. Auf geht's. Sehr gut. Super. So, nächste Aufgabe ist anfersen. Dabei bringst du deine Hacken Richtung Gesäß. Und auch hier dribbelst du wieder mit dem Basketball. Ja, überhaupt nicht schlimm. Ball einsammeln und weitermachen. Super. Und dreimal darfst du raten. Links. Genau. Super. Okay. Nächste Aufgabe ist Kniehebelauf, High Knees, wie ihr es auch immer nennen wollt. Auf die Plätze, fertig, los geht's. Ja, denkt dran, wir wollen keinen Galopplauf machen, sondern wirklich zack, zack, zack und dabei die Knie hochziehen. Richtig die Knie hoch, richtig die Knie hoch. Zack, 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 zack. Probier nochmal. Kannst ruhig den Ball auf der rechten Seite behalten, wenn das noch ein bisschen schwer ist. Ja, schon besser. Sehr gut. Und nochmal zurück. Den Schuh kannst du gleich drüben zumachen. Super. Gut. Mats macht den Schuh zu. Und wir überlegen uns schon mal die nächste Aufgabe. Es wird der hohe Hopserlauf sein. Eben haben wir den Hopserlauf noch ganz entspannt gemacht, so ein bisschen fröhlich durch die Gegend gesprungen. Und jetzt wollen wir mal zusehen, dass unser Hopserlauf bei jedem Sprung so weit wie möglich in die Höhe geht. Let's go. Sehr gut. Ja, nicht nur nach vorne springen, sondern auch nach oben mit der linken Hand. Aha. So, und einmal wieder zurück. Super. Jetzt der andere Schuh auf. Oder ist es der gleiche? Der gleiche. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Na gut. Was ist denn unsere nächste Aufgabe? Hast du eine Idee, Mats? Nein. Hm? Nein. Nein? Okay. Ich habe eine Idee und zwar den Sternenlauf. Dafür guckst du in die Kamera und du dribbelst, du läufst vor, Seite, hinter, Seite, vor und dabei dribbelst du mit deinem Basketball. Sehr gut. Jawohl, sehr gut. Die Richtung geht anscheinend besser. Mach nochmal eine zweite Runde, damit wir beide Richtungen hinkriegen. Kleiner Tipp für euch zu Hause. Wenn ihr bei der Übung hinter euch dribbelt, geht es bedeutend leichter, wie ihr bei Mats auch schon gesehen habt. Gut, letzte Laufschulübung ist der Seitgalopp mit Dribbeln. Und jetzt wollen wir wirklich mit der Hand dribbeln, in die Richtung, wie wir uns auch bewegen. Ein bisschen in die Basketballposition, tiefe Position
und dann mit der Hand dribbeln in die Richtung, wie wir uns bewegen. Genau. Und zurück. Super. Versuch mal wirklich den Ball hier vorne zu halten, neben deinem vorderen Fuß. Okay? Gut. Zweite Runde. Du kannst wirklich dahin die ganze Distanz bis zum weißen Streifen nutzen. Und zurück. Okay. Wir wollen heute mal versuchen, ein bisschen schneller auf den Korb oder ein bisschen eher auf den Korb zu werfen. Damit fangen wir jetzt an. Kurze Wiederholung. Wir wollen von der rechten Seite und von der linken Seite 10 Treffer als Sprungstopp haben. Okay, Mats, du kannst dich hier auf den Elbow stellen. Ihr zu Hause sucht euch wieder eine Position, bei der ihr ein Dribbling braucht, bei der ihr ein Dribbling braucht und dann den Sprungstopp ausprobieren könnt. Gut, 10 Treffer. Du zählst selber laut mit und ich guck mal, was du hier so veranstaltest. Okay. Vielleicht hast du es schon selber gemerkt. Du hast einen Schritt zu viel gemacht. Ne? Ja. Rechte Hand, linker Fuß, Kreuzdribbling, einen rechten Schritt und dann auf beiden Füßen lang. Sehr gut. Genau. Wenn du landest, tiefe Position und aus dieser tiefen Position stabil wieder nach oben springen. Ja, richtig nach oben springen. Landen und nach oben springen. Überhaupt nicht schlimm. Ball einsammeln, weiter ausprobieren. Eins. Sehr gut. Genau, aber versuch, hier, wenn du landest, gib mal den Ball. So, du landest, zack, und dann wollen wir auch wirklich wieder hochspringen und den Ball abschließen. Ja, yeah, super, sehr gut. Zwei. Genau, und jetzt hast du den Dreh raus und jetzt versuchst du das Ganze nochmal ein bisschen schneller zu verbinden. Du landest und springst direkt wieder hoch. Genau. Drei. So, deine Schuhe ist schon wieder auf. Mach mal eine Doppelschleife, sonst müssen wir gleich noch mal ein paar Kniebeugen machen, glaube ich. Auch das Fitnessangebot geht zumindest noch morgen weiter. Da wird Susi noch mal für euch da sein und euch fit machen, fit halten. Und ja, morgen 18.30 Uhr auf dem Rasterfechter YouTube-Kanal. Schaltet noch mal alle ein, bevor alle in die verdiente Feiertagspause gehen. Gut, Schuhe ist zu. Gut. Dann, wie viele Treffer hast du? Drei. Drei, gut, weiter geht's. Okay, versuch noch ein bisschen tiefer in der Basketballposition zu landen und dich dann direkt wieder hochzudrücken. Gut, genau. Sechs. Sechs. Okay, achte auch am Anfang drauf, dass du sauber losdribbelst. Mats, pass mal auf, wenn du hier losdribbelst, keinen Sprung einzubauen, sondern direkt nach vorne loszugehen. Sieben. Acht. Neun. Denk dran, beim Losdribbeln nicht hochhüpfen, sondern nach vorne losgehen. Super.
Richtig kräftig hochdrücken. Sehr gut. 10. 10? Klasse. Andere Seite, gleiche Aufgabe. Eins. Ja, wenn du landest, ist es super, dass du versuchst, auf den Fußballen zu landen, aber versuch nicht nach vorne überzufallen. Ja, deswegen Basketballposition und daraus abschließen. Ja, das war schon besser. Versuch trotzdem leise zu landen. Ja, gut. Und jetzt noch hochspringen danach. Wie viele Treffer haben wir? 2. Alles klar. 3. Sehr gut. 4. Wir haben 6. Wenn ihr zu Hause noch nicht so weit seid oder schon weiter seid, macht die Übung zu Ende, beziehungsweise wenn ihr es nicht ganz schafft in der Zeit, in der Mats fertig wird, merkt euch die Aufgabe und macht diese Aufgabe nach unserem Online-Training noch schnell fertig. Ein noch? Alles klar. 10. Super, 10. Sehr gut. Dann darfst du deine zweite Trinkpause machen und ich baue hier mal ganz schnell was auf. Ihr zu Hause auch, nutzt die schnelle Pause eben. Sucht euch ein paar Sockenpaare, sucht euch Wasserflaschen, sucht euch irgendwas, was ihr zu Hause findet, was ihr als Hindernis bzw. Gegenspieler benutzen können. Wir haben das Glück hier in der Sporthalle, dass wir wieder auf unsere Hütchen zugreifen können. Ihr zu Hause werdet ein bisschen kreativ und sucht euch Wasserflaschen, Socken oder ähnliches. Mats, während ich aufbaue, kannst du schon mal 2 Freiwürfe in den Korb schmeißen. Mit 10 darfst du auch gerne. 1, 2. Super. Auf welche Schule gehst du im Moment? Auf die Marienschule Olte. Willst du mal einen Gruß da lassen an alle? Alle Marienschule. Sehr gut. Habt ihr bei euch schon an der digitalen Sportstunde teilgenommen? Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und machen die Spaß, ja, wa? Ja. Habt ihr auch schon die Lüftpausen-Videos mitgemacht? Nein, okay. Dann nochmal der Hinweis an euch alle, dass wir nicht nur die digitale Sportstunde produzieren, jede Woche, außer natürlich in den Ferien, sondern wir haben auch schon einige Lüftpausen-Videos gedreht, die ihr bei euch in der Schule benutzen könnt, entweder vor dem Unterricht, nach dem Unterricht, zur Aktivierung oder zum Cooldown oder sogar, wie der Name schon sagt, in eurer Pause, während ihr die Fenster aufmachen müsst und lüftet. Also, sagt euren Lehrer und Lehrerinnen nochmal Bescheid bei euch an der Schule, dass es ganz viele Videos von uns gibt, die ihr während dem Unterricht, während eurer Lüftpause benutzen könnt. Super, so. Ich glaube, ich habe fertig. Gut. Wir wollen anfangen. Ruhig auf deiner Lieblingsseite. Und zwar dribbel zu, auf den ersten Gegenspieler zu, machst 2 Handwechsel, zack, zack, das waren schon 3. 1, 2, genau, zum nächsten, Backup Dribbling und geradeaus Attacke zum Korb und Korbleger. Sehr gut, Mats. Genau, du kannst immer da oben anfangen, auf den Gegenspieler zu dribbeln. Ich habe einen kleinen Hinweis noch für dich. Und zwar, versuch mal Handwechselkombination
einzubringen. Also vielleicht mal durch die Beine vor dem Körper oder mal V-Dribbling, Handwechsel hinterm Körper, was du alles schon kennst. Zwei Handwechsel nach oder mit Kombination nach Wahl. Bam, bam. Auch eine coole Idee. Zack. Okay. Wir fangen gleich an mit 5 Treffer, die wir erzielen wollen. Kurzer Hinweis hier nochmal. 1, 2. Ja? 2 Backup-Dribblings. Wir wollen Raum gewinnen, dass der Verteidiger mitkommen muss. Und dann attackieren wir auf der gleichen Seite und machen einen Korbleger. Sehr cool. Bam, bam, genau, groß und Attacke. Super, Mats, sehr gut. Richtig gut. Da ist schon der erste Treffer, du kannst wieder laut mitzählen. Ja, 1. Zack, zack. Und zurück, zurück und Attacke. 2. Super. Kurze Pause, Mats. Wirklich 1, 2, dass du ihn richtig rausziehen kannst. Ja? Große Backup-Dribblings. Danach, genau, guckst du, was auf dem Spielfeld los ist, am besten schon während den Backup-Dribblings. Und dann keine Tippeschritte zum Anlauf nehmen, sondern einfach einen großen Schritt und die Gegenbewegung ausnutzen. Ja, überhaupt kein Problem, einsammeln, neue Handwechsel. 1, 2, gut und Attacke, super, richtig gut. 2. Treffer? Ja, gut. Oder nee, 3. Dritter schon, alles klar. Super. Ja. Ein noch auf der Seite. Ein bisschen aufräumen hier. Sehr gut. War der 5? Ja. Sehr gut. Dann starten wir auf der anderen Seite. Mit der gleichen Aufgabe. Zack, zack. Attacke. 2-mal zurück. Ah, da hat Mats schon mal in unsere Aufgabenkiste gegraben. Wir wollen erstmal noch 2 Backup-Dribblings machen und dann mit der linken Hand auf der gleichen Seite den Korb machen. Nochmal ausprobieren. Zurück, zurück. Genau, sehr gut. Super. Dann können wir auch mit unseren 5 Treffern jetzt starten. Sehr gut. Wenn du die Backup-Dribblings gemacht hast, versuch eine schnellere Entscheidung zu treffen. Ja? Nicht noch kurz gucken, sondern schnelle Entscheidung treffen. Das kurz gucken machst du während dem Backup-Dribbling. Ja, genau. Jetzt hast du super geguckt, aber wir wollen wirklich 2 Backup-Dribblings machen. Auch dabei kannst du super gucken. Kannst du auch mal eine andere Handwechselkombination ausdenken gleich. Zack, jawohl. Wir wollen den Gegenspieler wirklich rausziehen, dass er wirklich seine Position verändern muss. Ja, coole Idee. Dass er wirklich mit rauskommen muss und wir ihn dann schlagen können, beziehungsweise ausdribbeln können, überholen können. 3. Wie oft hast du den Ball jetzt mit dem Backup-Dribbling zurückgezogen? 2-mal. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nur 1-mal. Also achte darauf, dass du wirklich 2 Backup-Dribbling machst. Ja! Yeah. Sehr cool. Super. 5? Alles klar. 4 haben wir jetzt. 4 haben wir jetzt. Okay, Entschuldigung, mein Fehler. Zack, zack und Attacke. Gut. Wir bleiben auf der Seite und kommen zur nächsten Aufgabe.
Handwechselkombination, auch gerne ein Handwechsel und dann durch die Beine oder so. Ja? Attacke. Zurück, zurück. Handwechsel. Und dann mit der anderen Hand Richtung Korb. Korbleger, Dunking, was auch immer. Beliebt. Zurück, noch ein zurück. Mach wirklich das zweite Dribbling, weil wenn du nur ein Dribbling machst, kann der Verteidiger hier einfach stehen bleiben und trotzdem dich verteidigen. Zurück, zurück, super. Gut. Super, mit dem Kreuzschritt losgedribbelt. Bei dem Kreuzschritt auch wieder das Thema, nicht nach oben gehen, sondern nach vorne gehen. Bam, bam, jawohl. Zurück, zurück, zack. Okay. Zwei. Zwei, alles klar. Wir starten wieder bis fünf. Mats hat schon zwei. Ihr zu Hause fleißig mitmachen. Zurück, zurück. Ja. Jetzt bist du einfach geradeaus weitergelaufen. Ich glaube, da hättest du deinen Gegenspieler umgelaufen. Deswegen können wir den mal nicht mitzählen. Okay, linke Seite. Welche Hand benutzen wir dann? Rechts. Was? Links. Aha, gut. Aber wir haben ja jetzt den kleinen Unterschied gehabt, dass wir hier noch einen Handwechsel machen, richtig? Mhm. So, das heißt, wir wollen wirklich an unserem Gegenspieler vorbeikommen. Wir müssen also über die Mitte dann den Korbleger machen. Und nicht auf der linken Seite bleiben. Sehr gut. Zack, zack, Handwechsel und richtig über die Mitte. Super. Gut. Hi. Jetzt darfst du den natürlich auch mit rechts machen. Nur wir müssen wirklich über die Mitte den Korbleger machen. Okay. Bisschen mehr Spieltempo. Okay, wir haben uns jetzt eingelaufen, Schuh zu machen. Wir haben uns jetzt eingelaufen und jetzt ein bisschen mehr Spieltempo rein, okay? Also bam, 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 bam. Harte Dribblings, schnelle Bewegung, schneller Handwechsel, tiefe Backup-Dribblings. Versuch wirklich hier zu attackieren. Du brauchst gar nicht hier unten dribbeln, sondern zack, zack, bam, bam, Handwechsel und go. Ja, zurück, Handwechsel. Ah. Machen wir das zweite Backup-Dribbling auch noch. Zurück, zurück, bam, Attacke. Super, der war gut. Schön, sehr gut. Andere Seite. Jetzt kommen wir von der rechten Seite durch die Mitte. Das heißt, unser Abschluss ist mit links. Zack, zack. Zurück. Mats, mach bitte zwei Backup-Dribblings. Okay? Gut, Handwechsel und über die Mitte. Eins. Ja, jetzt bist du mit der falschen Hand rausgekommen, genau. Zwei. Zwei, alles klar. Zack, zack, Attacke, zurück, gut, Handwechsel, jawohl, so, gut. Tempo ist auch schon ein bisschen besser, hier zu Hause Gas geben, Gas geben, Gas geben, Mats gibt auch richtig Gas ab jetzt, gut.
Sehr gut. Vier schon, alles klar. Fünf? Ja. Okay, super. Kommen wir zur dritten und letzten Backup-Aufgabe. Und zwar machen wir wieder zwei Handwechsel. Dann machen wir zwei Backup-Dribblings beim nächsten Gegenspieler. Dann halten wir an und werfen den Ball auf den Korb. Machen wir vor für uns und für die zu Hause. Bam, bam. Attacke. Zurück, zurück. Und Korbwurf. Sehr gut. Genau, genau, genau. Wie viele Treffer? Wir machen mal zwei. Und Wurf, gut. Wie verhext heute, wa? Mhm. Mann, 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 Mann. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Bam, bam, und Attacke. Gutes Tempo. Gutes Tempo. Zack. Überhaupt nicht schlimm. Einsammeln, weiter geht's. Wenn ihr zu Hause schon eure zwei Treffer geschafft haben solltet, geht auf die andere Seite und spielt diese Aufgabe mit der linken Hand durch. So, auf geht's, Mats. Let's go. Zack, zack. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Zack. Für drei. Ja. Auf geht's. So, zwei Dreier, auf geht's. Zwei Mini-Dreier muss man natürlich dazu sagen. Boing. Kein Problem. Cool bleiben, weiter geht's. Kann nicht immer jeder Wurf in den Korb gehen. So. Jetzt bist du nicht mehr richtig gut gelandet. Ja, das war jetzt ein bisschen hektisch. Wenn ihr euer Backup-Dribbling macht, zieht ihr den Ball zurück, landet stabil auf beiden Füßen. Und werft dann, wie ihr es könnt, auf den Korb. Super. Eins? Ja. Alles klar. Dann brauchen wir noch den zweiten. Da ist er schon. Richtig gut. Gut. Jetzt wollen wir, nö, passt schon, ist egal, wir wollen das ja nur mal kennenlernen heute. Richtig lernen tun wir es natürlich erst, wenn wir es anwenden können. Heute wollen wir das Ganze ein bisschen kennenlernen und ich glaube, das reicht erstmal. So, kommen wir schon zur letzten Aufgabe für heute. Wir wollen wieder ein bisschen Entscheidungstraining machen. Ihr kennt das ja schon von unserem Sprungstopp oder Korbleger von unserer Übung damals, wo ihr entscheiden musstet, aufgrund von Zahlen und Farben, welchen Abschluss ihr wählt. So ähnlich machen wir das jetzt auch. Wir starten in der Mitte vom Korb und ich sage euch, entweder rot oder lila. Rot steht wohl für was, Mats? Rechts. Rechts, genau. Und lila? Für links. Für links, ganz genau. Links ist da, gell? Hm. Gut. Das heißt schon mal, wir wissen unsere Seite, auf die wir dribbeln wollen. Dann haben wir jetzt ja gerade drei verschiedene Abschlüsse trainiert.
Ja, einmal Backup Dribbling und dann direkte Korblege auf der gleichen Seite. Dann haben wir trainiert das Backup Dribbling mit dem Handwechsel. Und dann haben wir trainiert das Backup Dribbling mit dem Wurf. Und in genau dieser Reihenfolge oder genau diese Übung bekommen wir auch die Zahlen. Erstens direkter Korbleger oder 1 direkter Korbleger, 2 Backup Dribbling Handwechsel, 3 Backup Dribbling und Wurf. Ja? Also, wenn ich sage Rot 2, Mats, was machst du dann? Dann gehe ich nach rechts, mache die 2 Handwechsel, gehe hin, mache die 2 Backup Dribbling, stürme um, Handwechsel auf links und mache Linkskorb. Genau. Das ist die Lösung für Rot 2. Zeig mal einmal vor, damit das alle auch sehen. Genau. Rechts rum, 2 Handwechsel, zurück, zurück, zack. Sehr gut, Mats. Super. Sehr gut. Also, ich glaube, das dürfte euch zu Hause klar sein. Mats fängt natürlich hinter dem Hütchen an. Gut. Machen wir mal noch eine Übungsrunde. Und zwar lila 1. Links rum. 2 Handwechsel. Zurück, zurück. Attacke. Linkskorbleger. Sehr gut. Super. Sehr gut, Mats. Versucht es wieder. Mats auch mit vollem Tempo zu machen. Volle Kanone, volles Tempo. Gut. Wir spielen bis 3. 3 Treffer, okay? Und wir fangen an mit lila 3. Zack, zack. Macht nicht. Schnell wieder hoch. Ball einsammeln hier zu Hause. Sucht euch wieder eure Ausgangsposition. Und dann gibt es die nächste Aufgabe. Und zwar rot 3. Eins, sehr gut. Und dann haben wir lila 2. Gut, sehr gut. Zweiter Treffer schon. Und dann machen wir mal die letzte Aufgabe, oder vielleicht schon letzte Aufgabe, und zwar lila 1. Da war ein Doppeldribbling bei. Den hätten wir eh nicht zählen lassen. Gut, nächste Aufgabe ist rot 2. Bam, bam, zack. Zurück, zurück. Richtig den Ball beschützen beim Backup-Dribbling. Gut, dritter Treffer? Ja. Super. Dann zum Abschluss, wie immer, unsere 2 obligatorischen Freiwurftreffer. Der erste und der zweite folgt sogleich. Hast du schon irgendein Erlebnis im Basketball, an das du dich besonders gut erinnern kannst? Als ich das erste Spiel in der U9 hatte. Ah, sehr cool. Das erste bleibt. Ah, sehr cool. Das klingt super. Gut. Jawohl, da ist auch schon der zweite. Wir drehen uns zur Kamera da vorne. Und hier ist der Ball. Wir verabschieden uns wieder schon von euch. Wir sehen uns in der nächsten Woche am Mittwoch wieder um 11 Uhr beim U11 und Jüngertraining. Wie gesagt, morgen haben wir das um 12.14 Uhr Training mit Hanno, da den Fitnesskurs mit Sosi und am Donnerstag um 11 Uhr das U16 Training. Und auch für Ältere natürlich mit Coach Hendrik. Mir bleibt nur, euch frohe Ostern zu wünschen. Mich bei Mats zu bedanken, dass du dabei warst. Hat sie Spaß gemacht? Ja. Super, sehr schön. So soll das sein. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
und frohe Ostern.